nach dem Neutronenbund kommt Lydia als halbe Sailor Saturn. Das ist das richtig? Ach, ich verstehe. Okay. Also wir haben eine halbe Sailor Saturn da. Körper ist offensichtlich aber Kontakt intakt. Aber es stimmt in dem Fall nicht. Ja, ich sehe halt aus wie eine Leiche. Es sind schon mal 50 Motoren. Ich möchte aber gleich noch schnell ein bisschen erzählen. Muss man etwas erzählen, was Saturn? Es ist eine Kriegerin der Zerstörung. Eine der letzteren Seelenkriegerinnen. Würdest du nicht? Würde ich mir nicht mit dir verscherzen. Okay, also dann müsstest du schon mal sehen, lieb. Was dürfen mit dir in den Laden kommen? Ich bin für jeden Spaß zu haben. Aktuell habe ich ein bisschen Hunger. Aha, also ich berechne schon mal zu essen mit dir. Ja, ja. Gut, okay. Ah, schau, ich starte schon voran. Okay. Dich nehmen wir das nächste Mal als letztes. Also, wir fangen an mit 5 Franken. Du hast schon 50, stimmt. Du rechnest mir ein bisschen eher das Cosplay geben. Ich muss den Roschen. Nein, ich muss den Roschen geben, nicht. Der passt für mich. Wenn ich denke, komm, es ist für einen guten Zweck, ich gebe quasi die Dame eine Bürstzeit wieder frei und somit können wir jetzt sie nochmal erhalten für einen guten Zweck. Mal, wie alt sind wir denn unterdessen? Weißt du, wenn ich die ganzen hübschen Mädchen im Publikum sehe, jedes Mal ausgezeichnet für meine 350 Jahre. 350, stolz. 50 Jahre. Okay. Aber wie sieht es aus in Realität? Ist da alles okay oder muss man dann einen Rollator besorgen? Ich bin komplett mobil, geht alles. Geht alles. Das ist eine schöne Sache, bitte, wer lösen es einfach.